Dann sage ich auf YouTube Hallo und herzlich willkommen. Na? Lange nicht gehört. Herzlich willkommen zu Pokémon. Jawohl, endlich mal wieder Pokémon. Aller Voraussicht nach das Finale. Hör mal. Joker, ja, an sich ist das eines der wenigen Lego-Sets, die mich noch interessieren würden, tatsächlich. So, ich weiß gar nicht, beim letzten Mal, was sollten wir machen? Was sagt der denn hier? Komm, mach uns auf die Socken, Dieter. Ja, warte mal, wo wollten wir denn hin? In den Turm rein, ne? Das war's, glaube ich. Ja, komm rein da. Auf geht er. Ach, warte mal, ich hab doch hier mal Live-LP und dann einfach off. Das klappt sehr gut, weil die Cam... Warte mal, das möchte ich gerade noch ganz kurz machen. Ich möchte die Cam kurz wieder verbinden, dass ich meine Kamera immer wegmachen kann. Warte. Damit ich mir zwischendrin immer schön in der Nase bohren kann. Nee, warte. Wo sind wir denn hier? Wo ist denn jetzt hier Stream Deck? Ich meine, dafür haben wir den Lachs ja, ne? Live-LP war das, genau. So, und dann on und dann drei Aktionen. Und dann ist es die Studioquelle. Das ist die Razer Halsmaul Razer Cam. Verpiss dich. Das ist Kamera. Und bei off ist es genau die gleiche Geschichte. Da ist es auch die normale Kamera. Okay, und jetzt müsste das theoretisch gesehen, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe und dann hier auf Live-LP und off drücke, geht alles aus und doch alles wieder an. Wunderbar, ich bin der glücklichste Mensch überhaupt. So, off. Tschüss. Wo sieht der Rose Tower von innen aus? Der ist so riesig, da wird einem fast schwindelig. That's what. Egal, lassen wir das. Wollen wir nicht gleich wieder versaut werden? Das ist immer ein Pokémon, ne? Wusstest du, dass der Rose Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Na, ist das so? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon dynamaximieren. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm! Alarm! Eindringlinge! Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen! Gehört, die Anweisung kam von Olivia. Also muss ich sie befolgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir Olivia gesprochen haben. Ich weiß gar nichts mehr, wie wir überhaupt irgendjemanden gesprochen haben. Naja, passt schon. Ja, wann ich euch vertreibe, gibt's bestimmt einen fetten Bonus für mich. Ach, jetzt will er wieder kämpfen. Sakrotanfurz, dankeschön für deine 5 gegifteten Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tom von Makro Kosmos fordert dich heraus. Pass mal auf, dass ich nicht ins Gesicht kotze. Bei dem Namen, Alter. Hä? Kommt er mir mit seinem Ameisenkäfer um die Ecke? Was ist mit ihm denn los? Pass mal auf, ich hab da was für dich. Check mal den aus. Piu, piu. Weg mit dir. So. Weil es könnte auch ein Spinnenkäfer gewesen sein. Na egal, scheiß drauf. Weg mit dem Lachs. Oh, Apple hat ein Level-Up. Wunderbar. 52, da freue ich mich aber. Der Feuerball ist geil, ne? Jetzt verliere ich schon wieder Geld. Mit jeder Niederlage weiter in die Miesen. Ach, das war's ja. Hä, der macht einen auf dicke Hose und dann einen scheiß Pokémon? Willst mich doch verarschen. Da geht er hin, mein Bonus. Aus der Traum vom eigenen Haus. Wir wollen zu Liga-Präsident Hopp. Rose meine ich natürlich. Ja, Hopp, das wäre ja noch schöner. Liga-Präsident Rose, sag schon, wo finden wir ihn? Nehmt einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes. Das ist mal der beste Wachmann ever, wa? Eben eine Ohrfeige gegeben und schon rückt er alle Details raus. Tja. Sehr lustig. Halt durch, Bruder, jetzt. Wir kommen. Komm, Dieter. Komm. Komm, Dieter, bück dich. Was? Komm, auf geht's. Okay, rein da. Ich hab dir mal bei Twitter ein Bild vom Gunship geschickt, falls du es dir mal anschauen magst, außerhalb bekannt. Soll ich dir mal was Lustiges erzählen? Ich habe gestern tatsächlich, weil der Held der Steine sagt immer, auch gebrauchtes Lego ist gutes Lego. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich guck mal nach gebrauchtem Lego. Ne, gebrauchte Lego-Sets oder sowas.
Ne? Und dann habe ich geguckt, bei eBay Kleinanzeigen habe ich mal geguckt, ob ich den, ob ich die Schmiede, die mittelalterliche Schmiede bekomme. Die kostet bei Lego auf der Seite, ich glaube, ich weiß es nicht, 130 oder sowas? 140, 150, irgendwie sowas. Ich habe ohne Scheiß, ich habe tatsächlich, da waren bei eBay Kleinanzeigen teilweise Angebote, mittelalterliche Schmiede, neu und OVP noch versiegelt für 170 Euro. Die sind auf eBay teilweise, auf eBay sind die teilweise teurer wie im Original Lego Shop. Hä? Und die Sets sind alle noch erhältlich. Lego-Fans, also die Lego-Fans sind teilweise echt suspekt, muss ich sagen, keine Ahnung. So, komm rein an den Lachs. So, was ist das denn? Mal gerade kurz das Bild angucken, mal ein kleines Bildchen. Ja, das Gunship sieht schon nice aus, ne? Das ist ein UCS-Modell, ne? Glaube ich. Wow, das geht ja schon weit nach oben. Hey, Moment mal, warum halten wir hier an? Wir sind doch gar nicht an der Spitze. Ach, du liebe Zeit. Ihr zwei seid Arena-Challenger, nicht wahr? Danke für eure Teilnahme. Aber wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr hier Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schutz unserer Tochterfirmen, die auch ihren Sitz hier im Rose Tower haben. Dieser Aufzug wurde von einer dieser Firmen gebaut. Makro Cosmos Construction. Es ist groß und stabil, um darin Pokémon-Kämpfer auszutragen. So, Mona und was? Mona von Makro Cosmos und Joel von Makro Cosmos fordern dich heraus. Wie soll man scheißen gehen? Was hältst du von der Idee? Oh, guck mal! Hä, das Elefanten-Pokémon, guck mal! Guck doch mal, wie cute. So, pass auf. Ja, also ganz ehrlich, ne? Ich weiß ja nicht, wie das ist, aber... Warte mal, Prozongo. Kupfanti. Ja, der Prozongo hier, der sieht irgendwie gefährlich aus. Ich hau den, versuch den mal wegzuhauen. Hat er... Ja, das ist wieder so ein Drecks-Pokémon, ne? Das ist wieder so ein Arsch-Pokémon, was nix... Ach, ich hasse das. Metal Sound. Okay, wir probieren es nochmal. Diesmal probieren wir das hier. Ich weiß nicht, ob das gegen den überhaupt effektiv ist, ne? Das weiß ich halt nicht, ne? Ja, sieht sehr gut aus. Wunderbar. Jawoll, gib ihm. Weg mit dem. Ciao. Tschüss. So, wann kommt das komische hier? Ah, da ist er wieder. Aua, du dumme Sau. Komm, ich zieh dir an deinem Rüssel. Wobei, ich heb mal ein bisschen Feuerball auf, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir gerade was haben, was wir, womit wir unsere, AP quasi wieder aufladen können, ne? Ach, was soll der Geiz, komm. Wir werden schon was haben. Weg damit. Bam, so ein Schuss wie Gladbach gestern. Oh, Elfen ist fast vorm Level up. Wenigstens konnte ich beweisen, dass dieser Lift auch einen Pokémon-Kampf standhält. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Makro Cosmos Constructions. 9600, nice. So, wir haben verloren, bleibt sich das Düste lassen, aber ich muss euch bitten, den Liga-Passierer bei seiner Arbeit zu stören. Der Aufzug im Rosshaber besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform. Normalen Umständen, Risiken, Schutzmaßnahmen, Lichtwände erzeugen, Wärmstempfehlungen von Makro. Ja, halt Maul. Halt Maul. Ja, toll, wie sie so aussehen, kann das Personal den Aufzug einfach so von außen anhalten. Dabei wollen wir doch so schnell wie möglich ganz nach oben. Unsere Pokémon haben sich echt gut geschlagen. Ich schnell.
Hä, wie macht er das denn? Hat Hopp etwa was gelernt, was sinnvoll ist? Hä? Warum dreht er sich jetzt gerade so Grinch zu mir? Der Rose Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf 150 Meter Marke. Ja. Toll. Nochmal bei der Hälfte. Dieses Stockwerk der Firma sitzt, was? Dieses Stockwerk ist der Sitz der Firma Minecraft Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Haha, da kannst du aber versichert sein. Ja, was hat er denn da mitgebracht? Was ist das denn für ein Ding? Okay. Bedroher von Flummkiefer. Ach, ich bin Bedroher. So, komm. Rauf da direkt, komm. Hier nicht lang fackeln. Ne, nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Weg mit dem komischen Zahnrad. Tor für Deutschland! Boom! Klick, klack. Klick, klack, weg mit dem Kack. So, Level up für Elflin, wunderbar. Super nice. Super geil. Body Slam! Wow. Also. Das ist ja nice. Wie gut das Pokémon von Hopp wieder. Ja. Toll. Ciao. Guck mal, hast du das gesehen? Wieso kämpft Hopp eigentlich immer mit seinem scheiß Wolli? Was ist das, oder mit deinem Wolli? Ehemals Wolli. Der hat halt nicht einmal ein anderes Pokémon verwendet, außer bei uns im Kampf, weil da halt alle anderen tot waren. Also, kaputt waren. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als Minecraft-Versicherung. Ja, anscheinend ja, ne? Legt man 100 Maschok nebeneinander, ergibt es dann eine Strecke von 150 Metern. Wow. Cool. Tobi, ich will, dass du mindestens ein Shiny farmst. Ja, gut. Also ich mal probieren können wir es natürlich, aber wie groß ist die Chance, dass das Pokémon, gegen das du gleich kämpfst, oder dass, wenn du halt in der Wildzone rumläufst und hast halt, willst halt, kämpfst halt gegen ein Pokémon, wie groß ist die Chance, dass das ein Shiny ist? Sehr klein. Okay. So, jetzt kommt durch die Tür rechts noch jemand. Eins zu 4096. Okay. Jetzt sind wir soweit bis zur Spitze. Ja, komm, jetzt mach mich nicht voll hier, komm. Zieh durch da, lass uns kämpfen. Zwei Attacken, dann seid ihr eh kaputt. Tombstone316, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank. Der Poko, es sieht so lustig aus, ne? Das sieht so lustig aus. Okay, lass es uns gegen Stalos erstmal probieren. Komm. Machen wir den direkt mal weg. Dann gegen wir gar keine Chance. Ciao, Kakao. So, Rotzi ist Level 54. Ja, nice. Und Hydrax ist auch Level 58. Na, wunderbar. Das ist nice. So, Body Schlamm, der kriegt eh wieder nichts hin. Wow, Hopp. Wow. Das ist der helle Wahnsinn. Wie kann man. Was ist denn jetzt los? Okay. Cool. Krasse Nummer.
zwar, das sah nicht wie Wasser aus. Das war Kloabfall. Kanal. Flüssigkeiten. Ach, Schlamm war das, okay. Gut. Bessere Arbeit als Marco Cosmo. Ja, komm hier, diese Generic-Gelabere da. Komm, leck mich noch am Arsch. Lass mich in Ruhe. So. Würde euch bloß nicht eine Kürze zum Liga-Präsidenten vordringen, dafür müsstet ihr erst vorbei. Und das müsstet ihr. Ne? Der Stockwerk vom Liga-Präsidenten Ruhe befindet sich an der Spitze des Rosetowers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Warte mal, Erik hat sein Büro im Keller, ne? So, jetzt kann es nicht mehr weit sein. Bloß nicht schlapp machen. Ja, komm, machst du da jetzt. So, oh, wir sind ganz oben. Guck mal. Wie karg kann man ein Büro einrichten? Das ist die Frage. Wie karg kann man ein Büro einrichten? Unfassbar. So, wer ist das jetzt hier? Das ist Olivia, glaube ich, ne? Ja, genau. Willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, meinen Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Wieso sieht die eigentlich so aus wie von dem einen Film von Tim Burton? So sieht die aus, ne? Was war? Boah, Alter, warte mal. Gucken die so. Sarah hat Geburtstag? Wieso weiß ich davon nicht? Sarah, alles Gute zum Geburtstag. Warte. Aufnahme starten. So. Dich nehme ich mir zuerst vor, Dieter. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und dem Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Olivia von Makros Kosmos fordert dich heraus. Na komm ran hier. So, pass auf. Frostedier. Komm, wir schicken ihn mal zurück dahin, wo er herkommt. Frostedier. Miss Rainbow, schlaf gut. Frostedier, mach's gut. Alter, Feuerball, ne? Scheißegal. Ja, Feuerball macht einfach alles platt. Na, du traust dich ja was. So, als nächstes. Milotic. Alter. Milotic. Blip. Hallo, ich bin Milotic. So, komm. Scheiß drauf. Wenn das jetzt wieder One-Shot ist, dann easy. Okay, okay, okay. Das ist nicht so easy. Oh, das ist Wasser. Das ist nicht so gut, ne? Wasser ist jetzt nicht so gut. Milotic. Okay, umgibt sich mit einem Wasserring. Verbrennt aber trotzdem. Okay, pass auf. Wir könnten den Doppelkick mal probieren. Vielleicht bringt er mehr. Lass mal einen Doppelkick probieren. Hier, da kriegt jetzt Doppelkick rein. Okay, der bringt überhaupt gar nichts. Okay, gleich wieder Feuerball. Weg mit dem. Genesung? Oh, nee, was soll das denn jetzt? Arschloch. Okay, wir wechseln das Pokémon gleich. Warte. Naja.
Naja, komm, das ist mir zu risky. Das ist mir zu risky, pass auf. Wir holen ein anderes Pokémon ran hier. Warte mal, was war gegen Wasser gut? Lass mich kurz überlegen. Flug und Stahl, oder? Nee, warte mal. Stahl ist Blödsinn. Stahl geht unter im Wasser, oder? Wie war das, ne? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, komm, Elflin. Ran da. Elflin, komm ran! Elflin! Bodyguard. Okay. Gegnerische Team mit von einem Schleier. Ja, das schiebt dir deinen Schleier. Komm. Stahl geht. Ja, ne, das ist jetzt. Das war jetzt so meine Brücke. Ich weiß nicht, ob das wirklich so. Also, ob. Wie ist Stahl gegen Wasser? Da gewinnt Wasser oder nicht? Neutral. Okay. War da echt Microsoft? Ja. Oh, wie cool die Animation ist. Guck mal. Hui. Hat gar nichts gebracht. Aber trotzdem geile Animation. Boah, wie viel Spaß muss der Typ gehabt haben, der den Soundtrack zu diesem Kampf gemacht hat. Ich stell mir gerade vor, wie der da auf seinen Klampfen da rumdillert so, und die ganze Zeit grinst. So, ja. So wie der DJ der guten Laune. Kennt den noch jemand? Sehr nice. Weg mit dem Schinken. So, was kommt da jetzt? Amphira. Was ist Amphira? Chat, ich brauche Hilfe. Was ist Amphira? Geht das mit Elflin? Feuergift, okay. Ah, da wäre ein Wasser-Pokémon ja nicht schlecht, oder? Weiß ich nicht. Haben wir Wasser. Hopp! Ja, komm, hopp da, ran da. Komm. Damit Hopp einmal in seinem Leben was richtig kann. An alle, die es nicht wissen, das Pokémon heißt Hopp, weil das eigentlich mal Dings war hier. Dieses sinnlose Kappador. Deswegen haben wir das damals Hopp genannt. Dass da mal so ein fettes Monster draus wird, so schnell, hätten wir natürlich uns alle nie träumen lassen. So, was machen wir? Whirlpool, Orkan. Na komm, Whirlpool. Let's go. Aua! Oh, hat das keine Wirkung gehabt, oder was? Hä, warum darf denn der immer zuerst? Was die Scheiße denn? Hat er verfehlt. Willst du mich verarschen oder was? Daneben. Leck mich doch. Das ist eine Windattacke. Warum darf der denn immer zuerst? Vergiftet. Toll, danke. Hopp ist jetzt auch noch blind. Großartig. Oh, guck mal. Nice. Ach du blöde Sau. So eine Frechheit. Ja, Hopp halt wieder, ne? Ist wieder typisch Hopp. Den kannst du halt nicht rausschicken da. Dumme Sau, komm. Feuerballregel. Feuerball regelt jetzt, pass auf. Ah, jetzt dürfen wir auch zu. Ah, leck mich doch am Arsch. Ist ja auch noch vergiftet, ey. Das ist doch zum Kotzen. Komm, Doppelkick. Kick den weg jetzt. Das ist ja nix. Oh, ist nicht sehr effektiv. Halt die Schnauze. Sag mal. Komm schon. Treff bitte. Sauber. Weg geht's mit dem. Komm. Sauber.
Kannst du wegscheißen, die Sau, da. Weg damit. Mach dich von der Acker runter. Wunderbar, Microsoft ist Level 54. Nice. Pretty damn nice. Wie viele Pokémon hatten die jetzt noch? Fruyal. Chat, was ist Fruyal? Das ist ja wie ein Pudding. Pflanzen-Pokémon. Das heißt, eigentlich wäre... Ja, eigentlich wäre Feuer gar nicht mal so schlecht jetzt, ne? Ah. Feuer oder Flug? Okay, dann lass Microsoft dranbringen, weil wir können jetzt mit Hopp, der ist, was heißt Hopp? Hier, Hydrax ist gerade dezent gedamaged. Ich bin's, ein Microsoft 11. Ah. Einen wunderschönen guten Tag. Na du? Aber die hat noch zwei Pokémon. Na komm. Boah, Schnabel, let's go. Brrr. Akrobatik. Oh, zeig mal, was du kannst. Sehr gut. So, egal was jetzt kommt, wir werden jetzt Dynamaximinieren. Was ist das, was da jetzt kommt? Ich hab's weggedrückt, ich Idiot. Depot irgendwas. Was kommt da als nächstes? Gift. Das ist ein Gift-Pokémon. Was brauchen wir bei Gift nochmal? Boden. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Das Stadion ist immun gegen Gift. Okay. Das ist mein letzter Pokémon? Echt? Ich drück das durch. Komm. Ah! Was ist das denn? Okay. Komm, Döner Max, auf geht's. Dynadüse, komm. Dönermaximierung eingeleitet. Das kommt direkt aus Tobis PC. Hey, hey, hey. Tobis lang verschollener Bruder, was ist denn mit euch jetzt los da im Chat gerade? Vorsicht, gell? Möchtest du etwas Großartiges sehen? Ja? Nehmt euch! Alter! Wie gut! Der ist einfach aus Dings hier entlaufen. Wie heißt das Spiel, wo man spielen muss? Wo man auch so essen kann und sowas? Wo man so eine ganze Stadt frisst einfach. Beautiful Katamari, glaube ich, heißt das, ne? Okay, was macht er? Ein Sandsturm kommt auf. Hä? Mitten hier im Büro vom Ligameister oder was? Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Können wir mal Attacken-Info. Was macht mehr Schaden? Das Ding? Ja, okay, ich hab's aber ausgeübt, weil ich irgendeine Taste gedrückt habe. Nice. Au. Ist das lustig oder was? Tschüss! Weg mit dem Braten, nicht? Ne?
Verloren. Ach, Olivia, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. So ist das, ne? So ist das. Ja, ja. Wie ist das möglich? Wie konnte deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Renner-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen, aber wir haben nun mal alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Dieter. Wie du deinem Lieberlo all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt der Wahnsinn. Lieberlo? Was für ein Ding? Was willst du von mir? Mein Kopf zu, Junge. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen.